Eisige Kälte, eine lebensfeindliche Umgebung, starker Wind, schneller Wetterwechsel. Was sich anhört wie eine Mission in Patagonien oder im tiefsten Karakorum, beschreibt in Wirklichkeit die bestmöglichen Bedingungen auf diesem Berg. Willkommen bei Berge im Porträt, der Denali. Der Denali ist der höchste Gipfel des gleichnamigen Denali-Massivs. Mit seinen 6190 Metern steht er mittendrin im Bundesstaat Alaska in den USA. Dieses Massiv, das Denali-Massiv, steht wiederum im gleichnamigen Nationalpark, welcher mit seinen rund 20.000 Quadratkilometern größer als das Bundesland Sachsen ist. Bevor wir uns den Berg für sich ansehen, sollte man durchaus auch einen Blick auf die Region um den Gipfel selbst werfen, denn das lohnt sich wirklich. Der Denali Nationalpark wurde im frühen 20. Jahrhundert als Mount McKinley Nationalpark gegründet. Der Grund dafür ist vor allem das spannende, völlig losgelöste Ökosystem dieser Region. Denn während saftig grüne Wiesen unten zum Wandern und Campieren einladen, ragen mitten im Park auch die höchsten Berge Nordamerikas aus dem Boden, die ausladender nicht sein könnten. Und auch die tierischen Bewohner des Nationalparks lassen staunen, da unter anderem hier die berüchtigten Grizzlybären zu Hause sind und auch Elche keine seltene Sichtung sind. Die Ökologie des Nationalparks ist eindrücklich, weil es kaum tote, karge Landschaft gibt. Es gibt Mischwälder, die Grünflächen und unmittelbar darüber die Gletscher und ganzjährigen Schneemassen des Denali-Massivs. Womit wir zu unserem Berg, dem Denali, kommen. Der Denali ist mit seiner Höhe von 6190 Metern weltweit betrachtet einer von sehr vielen Bergen. Innerhalb Nordamerikas ist er aber der einzige, der die 6000 Meter Marke knacken kann, womit auch seine Dominanz natürlich beachtlich ist. Rund 7500 Kilometer nach Xinjiang muss man reisen, um einen Berg zu finden, der höher als der Denali ist. Doch nicht nur seine Höhe zeichnet ihn aus, auch seine Lage. Er steht, wie gesagt, mitten in Alaska und macht ihn damit nicht einfach nur hoch, sondern pflegt die Natur ein sehr raues Klima um den Berg drumherum. Die Witterungsbedingungen ändern sich in Alaska relativ zügig und die Fronten bleiben zu gern im Denali auch mal über längere Zeit hängen. Und obwohl die Niederschlagsmengen am Denali eigentlich recht moderat sind und sich kaum mit Patagonien oder dem Monsun in Asien vergleichen lassen, ist es vor allem die Kälte, die sich am Denali zur echten Härteprobe entwickeln kann. Eine Härteprobe, der letztlich nicht jeder gewachsen ist. Denn die reine Lufttemperatur kann am Denali in der besten Besteigungszeit Tiefstwerte von 5 Grad Celsius erreichen. Klingt angenehm warm? Naja, das ist nur am Fuß des Berges der Fall. Die Temperaturen am Berg sind nämlich extrem schwer einzuordnen, da die Schwankungen enorm sind. Je nach Wetterlage sind Temperaturen bis zu minus 20 Grad eine übliche Tagestemperatur. Bei Windgeschwindigkeiten bis zu 80 km/h nachts werden daraus schnell mal minus 50 Grad gefühlte Temperaturen. Doch Fakt ist auch, diese Tiefstwerte müssen einem am Denali so gar nicht begegnen. Denn ob der Denali einem wohlgesonnen ist, das sieht man trotz sehr akkurater Wetterprognosen oftmals erst, wenn man wirklich vor Ort ist. Aber nur um die extremen Verhältnisse am Berg darstellen zu können, hier noch das Wetter am Tag der Aufnahme dieses Videos am Gipfel. Die heutigen Höchsttemperaturen liegen am Denali bei minus 40 Grad. Die gefühlte Temperatur, die sich aus dem Einfluss des Windes und der Lufttemperatur zusammensetzt, liegt damit bei minus 61 Grad. Der pure Wahnsinn. Bleibt aber eine Frage, wie der Elefant im Raum steht. Wie und vor allem wann konnte es eigentlich gelingen, einen Berg mit solch extremen Bedingungen eigentlich zu besteigen? Schließlich kennt man solche Witterungen und Temperaturen höchstens von den Polen oder dem Mount Everest. Angefangen hat die Geschichte mit James Wickersham. Im Jahr 1903 machte er sich mit seinen Begleitern zum Berg auf, um diesen auch tatsächlich zu besteigen. Ein kühnes Unterfangen, war doch schon allein die Anreise zum Fuß des Berges eine halbe Expedition. Die einheimischen Ureinwohner, die Athabasken, waren ihre einzige Hoffnung. Denn vor allem sie konnten den Amerikanern Informationen zur Anreise und dem weiteren Wegverlauf in Richtung Nordwand und Jeffrey Gletscher bieten. Doch als sie erstmals einen Weg durch die Nordwand erahnen konnten und tatsächlich eine Höhe von 3048 Metern erreichten, erkannten sie die Aussichtslosigkeit ihrer Mission. Daher heißt die Nordwand auch bis heute noch Wickersham Wall. Und noch im selben Jahr kam ein weiterer Trupp zum Berg. Wieder im Alpinstil, ohne große Versorgungsketten, versuchten es die berühmten Abenteurer Frederick Cook, Roald Amundsen und Robert Peary erneut über die Nordwand, wie schon wenige Monate zuvor die Kollegen. Ein einfaches Unterfangen sollte es nicht werden. Jedoch gelang ihnen die Steilstufe im steilen Gletscher der Nordwand,
mussten sie jedoch trotzdem kurz danach auf etwas über 3300 Metern umkehren. Enttäuscht mussten sie aber nicht von den Dannen ziehen, denn eines lief anders. Weil der planmäßige Abstieg nicht so richtig rund verlief, umrundeten sie den kompletten Berg im Zuge der Heimkehr und entdeckten dabei eine gänzlich neue, realistische Aufstiegsroute über den Muldrow-Gletscher. 3 Jahre später machte er sich erneut auf den Weg, um diese Südseite zu erkunden. Cooks Ambitionen der Erkundung waren für die späteren Besteigungen absolut essentiell. Und einmal beanspruchte Cook sogar eine Gipfelbesteigung für sich. Recht realistisch erschien das ob der Erzählungen und der Aufstiegsroute jedoch nicht, sodass hier große Zweifel aufkamen. Die echte Erstbesteigung, die auch belegbar war, gelang erst 7 Jahre darauf, im Jahr 1913. Hudson Stuck, Harry Carstens, Walter Harper und Robert Tatum sollten dabei den von Cook entdeckten Muldrow-Gletscher besteigen. Am 7. Juni 1913 schafften sie tatsächlich es bis zum Gipfel. Die Vorarbeit, die durch die Berichterstattungen von Cook und anderen Erkundern und Entdeckern geleistet wurde, spielte dabei stets eine Rolle, denn der amerikanische Alpinismus war tatsächlich seit jeher ein sehr brüderlicher und verbundener Extremsport. So gab es zwar ebenfalls Konkurrenzdenken, jedoch war die Erstbesteigung in Alaska erstmals nur von der Frage ummantelt, ob es denn überhaupt möglich sein könnte, auf den ein oder anderen Berg der Halbinsel vernünftig raufzukommen. Doch auch der Denali wurde letztlich eben bestiegen. Dabei fällt die ganze Zeit eigentlich eine Sache deutlich auf. Denali. Dieser Name. Während andere Berge in Amerika Mount Logan, Mount Wood, Mount St. Elias und Mount Foraker heißen, heißt der Denali Denali. Aber das war tatsächlich nicht immer so. Viele von euch kennen ihn wahrscheinlich noch unter dem Namen Mount McKinley. Und dieser Name ist es eigentlich, dem der Berg von den Erstbesteigern, aber auch von allen anderen Erkundern der Geschichte gegeben wurde. Benannt wurde er nach William McKinley. Er spielte jedoch am Berg selber überhaupt keine Rolle. Er war schlicht Präsidentschaftskandidat in den USA. Eine ziemlich einfältige Geschichte zur Betitelung eines Berges, wie ich persönlich finde. Und auch die Gesellschaft sah das nach einiger Zeit recht ähnlich. Die Behörden in Alaska wollten deshalb in den 70er Jahren ein Zeichen setzen, um die Wertschätzung gegenüber den Ureinwohnern Alaskas auszudrücken. So wurde der Berg letztlich wieder umbenannt und heißt seit den 70ern auch hochoffiziell Denali. Denali kommt aus der athapaskischen Sprache der Koyukon, welche am Fuße des Denalis leben, und heißt der Große. Eine gute Widmung, wodurch die Ureinwohner maßgeblich am Erfolg der Besteigungsversuche beteiligt waren und den Besteigern die wichtigsten Informationen über den Berg geben konnten. Der Denali ist als höchster Berg Nordamerikas auch Teil der Seven Summits geworden. Dieser Titel führt letztlich zu einem enorm steigenden Ansehen und einer enorm steigenden Berühmtheit des Berges, sodass es heute Infrastruktur, zumindest am Fuße des Berges, gibt. Tatsächlich ist der Denali aber am Berg selbst ein eher ursprünglicher Berg. Als einer der wenigen der Seven Summits ist er immer noch relativ schwer zu besteigen. Keine präparierten Wege, keine Fixseile und keine Esel oder gar Porter, die einem das Gepäck bis kurz unter den Gipfel tragen. Der Denali wurde auch dank der Tatsache, dass es sich heute um einen Nationalpark handelt, sehr unberührt gelassen, was den Besteigungsversuchen aber nur wenig ausmacht. Dokumentierte Zahlen über Besteigungsversuche gibt es am Denali leider keine konkreten. Mehrere hundert Versuche sind aber pro Jahr jedenfalls dabei, womit die Besteigung allein kaum noch Seltenheitswert genießt. Der Gipfel jedoch tatsächlich immer noch, denn viele Touren scheitern. Die Kälte, die Winde, die Höhe und die Exposition machen den heutigen Normalweg über den West Buttress per se nicht schwerer. Dieser ist nämlich technisch gesehen recht einfach, aber manchen den großen psychischen Anspruch am Berg zu einem richtigen Hindernis. Der Denali hat eine niedrige Success Rate, schlicht und ergreifend deshalb, weil man gerade auf diesem Berg 24 Stunden pro Tag vorgeführt bekommt, wie unglaublich ausladend, kalt, menschenfeindlich und ekelhaft dieser Berg ist. Ein Kampf am Denali ist ein Kampf gegen 1000 Widerstände. Vielleicht ist es auch das, was den Denali so anziehend macht. Die Tatsache, dass er relativ unberührt ist, technisch einfach ist und gleichzeitig als einer der härtesten Berge der Welt gilt. Der Denali bricht mit rund minus 110 Grad Windchill-Tiefstemperatur keinen Kälterekord. Er bricht keinen Höhenrekord. Und er bricht keine Rekorde im Sinne der Schwierigkeiten des Normalwegs. Aber er ist in allen Belangen so unfreundlich, wie ein Berg letztlich nur sein kann. Das gibt ihm zu Recht unter den Seven Summits die Rolle des Wolfs im Schafpelz. Wie findet ihr den Denali? Eindrucksvoller Berg mit großartigem alpinen Charakter oder eher einer von vielen Hügeln Amerikas? Das Bergsteigen hat in Amerika eine gänzlich andere Tradition als in den Alpen oder in Asien.
Wisst ihr eigentlich, wie der Alpinismus in Nordamerika entstand? Würde mich sehr interessieren, wie weit euch die amerikanische Alpinismusgeschichte eigentlich interessiert. Wenn euch die heutige Episode von Berge im Porträt gefallen hat, freut es mich natürlich sehr, wenn ihr die Alpenacademy mit einem kleinen Beitrag unterstützen könntet. Es hilft mir, das Alpenacademy-Projekt so in dieser Form am Leben zu halten. Natürlich hilft mir auch ein Abo und ein Daumen hoch auf das Video. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Berghain.